Hallöchen auch, ihr Dorkins und ihr süßen Milchtrinker-Boys und Girls. Und willkommen zurück zu Skyrim Folge 113 oder 14 schon. Und ich habe für euch jetzt mal nachrecherchiert, wo man Holz herbekommt. Und als ich es gelesen habe, habe ich mir so gegen den Kopf gehaut, weil es eigentlich so logisch ist. Und zwar kriegt man das Holz für den Bau des Hauses nur bei Leuten, die eine Sägemühle betreiben. So eine Wassermühle mit Säge. Ja, und das letzte Mal haben wir eine Erzprobe abgeholt, also Quecksilber für eine Alchemistin, beziehungsweise die Frau der des Alchemisten. Und haben auch Ingut, den Lehrling, die Nierelwurz, Todesglocken und Tollkirschen gegeben. So, also wir sind ja in der Nähe vom Flusswald. Und Flusswald hat ja eine Sägemühle. Ich hoffe mal, dass ich dort was kaufen kann. Ansonsten müssen wir indirekt Kotler zu einer... Weißmähne befindet sich jetzt an einem besseren Ort. Gibt es einen besseren Ort? Die kann man nur kaufen. Also, ob es jetzt... Ich schau mal, wenn ich jetzt zu ihr hingehe, ob ich es kaufen kann. Einen guten Tag wünsche ich. Möget und mit Furt. Alvor kann euch helfen. Er ist unser Schmied. Ja, okay. Also gut, ja. Haben wir denn schon sowas wie eine Sägemühle mal hier entdeckt? Ja, hier. Dann gehen wir mal dahin. Mal sehen, ob da jemand ist und das gerade betreibt. Ich würde nämlich gerne Holz kaufen. Okay. Hallo. Sucht ihr Arbeit? Dann besorgt euch eine Axt und bringt mir so viel Holz. Fleißig am Bauen, wie? Wir können es euch überall hinliefern. Ich nehme 20 Baumstämme. Ich lasse euch die Sachen gleich bringen. Fleißig am Bauen, wie? Wir können es euch überall hinliefern. Ich lasse euch die Sachen gleich bringen. Fleißig am Bauen, wie? Wir können es... Ich lasse euch die Sachen gleich bringen. So, das müsste eigentlich reichen. Sie ist übrigens ein Vampir, das sieht man an den Augen. Habt ihr viele Gäste? Wir haben Gäste so oft wir können. Aber jetzt sind nicht mehr so viele Reisende unterwegs. Der Krieg hält die Leute von der Straße fern. Okay, welche Orte beliefert ihr diese Mühle? Wir liefern nach Falkenring im Süden. Bis vor kurzem haben wir auch nach Helgen geliefert. Falkenring treibt mit den umliegenden Fürstentümern Handel. Und ohne unser Holz hätten sie Schwierigkeiten, ihre Preise niedrig zu halten. Okay. Mhm. Aha. So. Das muss man erstmal alles, erstmal wissen. Nur die Frage, wo ist dieses Holz? Wenn ich das mal so aus Neugier fragen darf. Weil hier drin ist ja nicht.
Ach, Holz ist schon... Das ist schon automatisch hier drin. Okay. Nägel und Stroh. Okay, Nägel und Stroh. Ich nehme einfach mal die Hälfte hier mit. Einfach mal so. Okay. Nee, das, ich wollte nicht das Buch einklicken. Ich bin zwar... Ich lese zwar gerne... Bruchstein und Eisenbeschläge. Eisenbeschläge habe ich hier nicht drin, oder? Baumaterial. Korundumbahn. Okay, brauche ich auch noch. Ja, da brauche ich bloß noch ein Schloss. Und da brauche ich Korundumbahn. Habe ich einen Korundumbahn hier drin? Nö. Warte mal, bevor ich jetzt hier wieder von dannen gehe, um Korundumbahn zu holen. So, schauen wir uns das mal kurz an. Ich glaube, der ist hier neu. Wo ist... Ah, schaut mal, hier ist der Stall. Wo ist das Bienenhäuschen? Ich habe mir doch... ein Bienenhaus gibt. Ah, da. Da ist es. Ja, die Bienen müssen wir drin lassen. Das ist ja nicht getreu. Also wir brauchen jetzt Korundumbahn. Ich schau mal, ob ich im Weißlauf bei mir Korundumbahn habe. Ich bin ganz Ohr. So, ich hoffe, die ist jetzt nicht mit drin. So, ich brauche Korundumbahn oder Korundumerz, damit ich es mir schmelzen kann. Schauen wir mal, Korundumerz. Urchiumbahn. Kein Korundumbahn Bahn oder was? Also... bitte, das ist jetzt aber peinlich. Ah, da, schaut mal. Nimm mal mit. So. Aber ist schon geil, dass man in Skyrim mehrere Häuser haben kann und seine eigenen Häuser sogar bauen kann. Das finde ich richtig cool gemacht. Und jetzt, um ein Schloss herzustellen, brauche ich was? Eisenbahn und Korundumbahn. Ah ja, Scharniere, dass ich alles abgelegt habe. Hihihi. Eisenbeschläge. Nägel.
Schattenniere. Okay, Bruchstein werde ich wahrscheinlich ein bisschen mehr brauchen wieder. Lehm brauche ich. So, weiterbauen. 12 Nägel, okay. Wie sie mit dem Kopf mitwippt beim Schlag von den Hammern. Von den Hammerschlag immer. 25 Nägel, okay. Okay, da ist uns jetzt das Holz wieder ausgegangen. Bruchstein müssen wir aussammeln. Also Bruchstein haben wir keins mehr. Wie viel Bruchstein habe ich jetzt gerade im Inventar? 9. Okay, dann müssen wir jetzt mal Folgendes machen. Ich glaube nicht, dass es in Skyrim Steinbrüche gibt. Also so, wo man so Stein kaufen kann. Also Bruchstein. Aber jetzt können wir ein bisschen Bruchstein hier farmen. So, mal sehen, wie viel wir da zusammenkriegen. Hm? Ah, mal kurz, da kann ich mich mal auch mal kurz strecken. Weil es ist gerade 8:30 in der Früh. Immer noch an meinem Geburtstag. Bin eben 35 Jahre alt geworden. Ich bin so ein alter Sack, ey. So ein alter Drache. Ja, das kann jetzt ein bisschen dauern. Also pro Ernte kriegen wir 4 Bruchstein. Schauen wir mal, wie viel haben wir denn jetzt? Der wird jetzt aber nicht viel sein eigentlich. Okay. Jetzt müssen wir halt nochmal kurz wieder zu der irgendeiner Sägemühle. Gehen wir nochmal zur Halbmond. Alter, ich mache jetzt mal ein bisschen Dauerbeschallung, also Dauerbekaufen. Dass wir mal ordentlich viel Holz vor der Hütte haben. So, liebe Zeit, ein Gast. Fleißig am Bauen, wie? Jo. Ich lasse euch die Sachen gleich bringen. Also, ich kann mir jetzt vortauschen. Fleißig am Bauen, wie? Wir können es euch überall hinlegen. Ich glaube, 20 Baumstämme sind gleich 20 Holz. Ich lasse euch die Sachen gleich bringen. Fleißig am Bauen, wie? Ich lasse euch die Sachen. Fleißig am Bauen. Ich lasse euch die Sachen. Fleißig am Bauen, wie? Ich lasse euch die Sachen. Fleißig am Bauen, wie? Ich lasse euch die Sachen. Fleißig am Bauen, wie? Ich lasse euch die Sachen.
Fleißig am Bauen wie... Ich lasse euch die Sachen gleich... Fleißig am Bauen wie... Ich lasse euch die Sachen gleich... Fleißig am Bauen wie... Ich lasse euch die Sachen gleich... Fleißig am Bauen wie... Ich lasse euch die Sachen gleich bringen. So, jetzt schauen wir mal, ob das jetzt richtig war. 20 Baumstämme sind 20 Holz. Wenn ich jetzt hier hingehe, wie viel Holz habe ich da? Ja, okay, das müsste jetzt reichen. Brauche wieder Bruchstein. So, dann bauen wir uns einen Keller. War es das schon? Haben wir jetzt unser Haus komplett? Da kann ich gerade nichts mehr machen. Sonstiges. Okay, jetzt gehen die Inneneinräume los. Ein Alchemielabor. Ja, auf jeden Fall. Erfordert gar nichts. Mach mal so. Ah, jetzt müssen wir uns auch schon Gewächshaus, oder? Ja. Schlafzimmer für Zauberertum. So, haben wir jetzt wieder neue Aufträge. Haus. Nur jetzt brauche ich schon wieder ein Genitür. 3 Eisenbeschläge, 3 Schlösser, 6 Scharniere, 6 Nägel. Ich glaube, ich mache erstmal ein Schloss. Da brauche ich wieder Eisenbahn und Grundobahn. So. 6 Scharniere. Oder 4? Scharniere brauchen wir noch. Okay, jetzt kommt schon wieder mehr Bruchstein, Nägel, Lehm. Okay, mal kurz hier nochmal Bruchstein sammeln. Muss ja sein, muss so sein, wenn man ein Haus baut, oder? Aber denkt nicht so, ja, wir bauen uns da jetzt ein Haus am See und chillen voll, haben ein gechilltes Leben, das ist ein Urlaubsparadies, das ist ein Sommeranwesen und so weiter. Dieses Anwesen kann auch angegriffen werden. Von Banditen, von irgendwelchen Monstern, vielleicht sogar von einem Drachen. Also so sicher sind wir da nicht. Aber ist cool. Auf jeden Fall. Und das ist jetzt das DLC Heartfire. Also man kann da jetzt nicht nur ein Haus bauen, sondern man kann auch Kinder adoptieren. Also sprich, man baut da ein Kinderzimmer und dann... Ja, ich will euch nicht so viel vorne wegnehmen.
So. Wie viel Bruchstein habe ich? 71, das reicht. Nägel brauche ich. Nägel. Okay, jetzt brauche ich für beide Sachen Lehm. Aber ich glaube nicht, dass das ausreichen wird. Oder doch? Also, ja, falls ihr das nicht mitbekommen habt, ich drehe mich absichtlich gerade nicht um. Um zu sehen, wie das Haus ausschaut. So, und jetzt... Wuff! Ist das noch ein Tickelchen größer geworden. Und wenn ihr denkt, dass wir jetzt da fertig sind mit Bauen. Nö. Weil es geht noch in die Inneneinrichtung. So, aber haben wir irgendeine Zutat dabei? Ich möchte jetzt erstmal mal... Ja, ich glaube kaum, dass wir das da reinschmeißen können. Was braucht ihr, Wächter? Ja, komm. Was braucht ihr? Hast du vielleicht irgendwelche Zutaten? Ja, was hast du noch so? Ja, okay. Machen wir mal das hier. Bergblume bräunet. Auf Lavendel auf jeden Fall. Eine Schneebeere, eine Todesglocke. So, dann zeige ich euch mal das kurz das Gärtnern. Also, da müsst ihr eigentlich nicht viel machen. Ihr geht jetzt hier hin. Das wurde jetzt aktualisiert. Das hat jetzt quasi registriert. Oh, der hat was zum Pflanzen dabei. Und dann könnt ihr euch jetzt aussuchen, hier möchte ich zum Beispiel Drachenbaum haben. Dann hebt sich das Ganze an, dann ist das gepflanzt. Dann hauen wir hier Lavendel rein. Hier haue ich die Schneebeeren rein. Und hier haue ich die Todesglocken mal rein. Können natürlich noch ein bisschen mehr pflanzen, wenn sie noch was hat, die gute Arenia. Ich weiß nicht, ob man das anpflanzen kann. Schauen wir mal. Okay, das kann man zum Beispiel nicht anpflanzen. Okay, gut. Dann haben wir auch jetzt ein bisschen schon was in den Garten gemacht. Ich zeige euch das mal, was ich jetzt meine noch mit Inneneinrichtung. Da geht man nämlich jetzt hier ins Haus. Und jeder Raum hat so eine kleine Werkbank. Hier Behältnisse, Einrichtung, Wasserständer, Regale, Außenbereich, sonstiges. Ich gehe mal Behältnisse. Da brauche ich Nägel und Eisenbahnen. Nägel. Also Regal, man kann alles Mögliche basteln, auch Vitrinen und so. Da, wenn man zum Beispiel Pelze hat oder sowas, dann kann man auch so Trophäen machen, so verschiedene. Und das hat eigentlich jeder Raum. Wenn ich jetzt hier mal, hier ist auch eine Truhe, die ist leider leer. Ich gehe jetzt mal hier rein, das ist auch noch leer. Wie gesagt, jeder Raum hat eine Werkbank, wo man dann zimmern kann. Ist halt echt geil gemacht. Man kann halt alles Mögliche hier einrichten. Und Arenia steht mir schon wieder weg. Komm mal her. So. Aber ich bleib jetzt mal hier in mein Häuschen hier in dem Eingangsbereich stehen. Kann jetzt eigentlich davon... Gerade nochmal einen Screenshot machen. Dann machen wir mal so einen.
Und dann sage ich mal an dieser Stelle wieder vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und euch noch einen schönen Start ins Wochenende, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass diese Folge am Freitag kommt. Und hilft mir doch ein bisschen bei meinem Kanal. Support ist kein Mod, versteht ihr? Ein Abo würde ich mich natürlich freuen. Das hat wahrscheinlich euch jetzt schon so eine Animation gezeigt, dass ihr doch gerne mal den Abo-Button drücken könnt. Und vergiss nicht, die Glocke zu aktivieren. Grüße gehen raus hier an die Gaming-Anstalt, an das Netzwerk Content Forge und an all die anderen Leute. Und ein besonders großes Dankeschön nochmal an den lieben Barul da draußen, der mir geholfen hat, einen PC zusammenzustellen. Er hat ihn für mich zusammengebaut und geschickt. Und ihr habt ja gemerkt, Skyrim hat auf einmal eine komplett schöne Grafik, weil ich auf Extrem spiele, also High oder Extrem, eins von beiden. Und das werden noch bei anderen Spielen auch so der Fall sein und bei den anderen Spielen, die ich noch Let's Playen will. So ein kleiner Trigger für euch, wenn ich mit dem Spiel hier fertig bin, das was noch ein bisschen dauern kann, weil ich müsste die Hauptstory weiterspielen, dann haben wir noch so das Duanguard DLC oder das Dragonborn DLC, das haben wir natürlich auch noch. Zusätzlich die Dunkle Bruderschaft noch, die Diebesgilde und so weiter, versteht ihr? Aber wenn das alles fertig ist, dann spiele ich den Vorgänger von diesem Spiel, nämlich The Elder Scrolls of Oblivion. Nur ein kleiner Trigger. Schönes Wochenende.